Ansonsten sind wir hier im Inneren nach wie vor mit der Elektroinstallation beschäftigt. Und wenn man das eben mit der Anzahl der Unterputzdosen und mit den Lehrern und so weiter so gut meint wie ich, dann dauert das einfach seine Zeit. Das zieht sich ja jetzt schon über viele Wochen und Monate hinweg. Klar, es gab immer irgendwie so ein paar andere Themen, die dann so ein bisschen Zeit gestohlen haben, wie jetzt eben die Garagenfundamente. Aber letztendlich sind wir hier jetzt, glaube ich, seit 3 Monaten irgendwie am Schlitzen und am Dosengipsen und Setzen und so weiter. Aber auch hier so langsam, aber sicher ein Ende in Sicht. Zumindest sind einzelne Zimmer eben schon abgeschlossen. Und ja, das lässt sich jetzt eben ganz, das Ende lässt sich jetzt schon erahnen. Da ist auch wieder einiges passiert seit dem letzten Beitrag und das möchte ich euch hier zeigen. Kurz vorweg muss ich euch aber warnen, dass ich jetzt in den letzten Tagen hier leider das Putzen der Baustelle so ein bisschen vernachlässigt habe aus Zeitgründen und dementsprechend schaut es vielleicht nicht ganz so ordentlich aus, wie es eigentlich ausschauen sollte. Hier so ein kurzer Kameraschwenk über das gesamte Erdgeschoss hinweg. Man kann sehen, da befinden sich eine Menge schwarzer Punkte in den Wänden jeweils. Das sind halt die Unterputzdosen. Aber im Unterschied zum letzten Mal hängen diese Leerrohre jetzt hier eben nicht mehr wild von der Decke, sondern sind hier halbwegs optisch ansprechend sogar jeweils in die nächsten Ecken hergeführt worden. An den Stellen, wo die jetzt hier eben herunterhängen, die vielen Leerrohre, soll sich eine Revisionsklappe nachher befinden in der Abgängendecke, sodass ich da eben Zugang erhalte und hier einfach Kabel nochmal nachziehen oder herausziehen kann oder ähnliche Arbeiten durchführen kann. Und so ist das im Prinzip hier im gesamten Erdgeschoss eben praktiziert worden. Über die abgehängte Decke führen halt die vielen Leerrohre jeweils zur Revisionsklappe, beziehungsweise in dem Fall hier in die spätere Speisekammer und verlaufen hier halt dann in der abgehängten Decke jeweils zu dem Strang in der Wand, wo dann sich die Unterputzdosen befinden. Ähnlich wird es dann auch im Bodenbereich sich verhalten. Also die Leerrohre, die gehen ja dann einmal durch alle Unterputzdosen hinweg bis zum Boden eben. Auch hier im Bodenbereich werden sie dann nochmal fixiert mit diesen Klammern. Die Löcher dafür sind tatsächlich auch schon gebohrt. Also hier muss nur noch diese Klammer eben installiert werden und fixiert, also dass das Leerrohr eben fixiert ist. Dann bekommt hier an dieser Stelle eben so ein estrichbündiger Bodenkanal hin. Und der wiederum wird dann von weiteren Leerrohren angefahren, die hier in dem Fall sich hier befinden und die eben aus dem Hausanschlussraum kommen. Und so kann man die eben diese Stränge jeweils von unten bzw. auch von oben anfahren über das Leere und kann halt Dosen unten und oben jeweils erreichen. Und nach diesem Schema wird hier jetzt eben im gesamten Geschoss verfahren, beziehungsweise in ähnlicher Form eben auch in den anderen Geschossen. Man kann hier eben eine Unmenge von Leerrohren sehen, die an der Decke jeweils fixiert und installiert sind, in die Wand führen und dann eben über die Wand dann bis zum Boden führen und dort halt wieder als Leerrohr herauskommen. Auch hier im Flur bzw. in der späteren Garderobe sind eben ein Großteil der Arbeiten schon durchgeführt und ausgeführt. Also an der Stelle wird sich wieder die Revisionsklappe befinden. Da hängen eben die ganzen Leerrohre von der Decke herab, führen dann eben in die Wände hinein. Und an der Stelle habe ich zum Beispiel sogar schon die Signaldeckel installiert, die eben sich auf die Unterputzdosen stecken lassen. Und wie man sehen kann, habe ich hier diese Fahnen, die da herausschauen, eigentlich abgeschnitten und einen Magnet eben hingeklebt, sodass ich das Ganze später einfach finden kann. Also das Ganze wird verputzt, bleibt verputzt und nur wenn ich diese Dose tatsächlich benötige, dann finde ich die halt mit dem Magnet relativ einfach und klopfe dann an der Stelle den Putz ab und habe dann eben Zugang zu der Dose. Auch in den einzelnen Räumen hier im Obergeschoss bin ich eben mit einem Großteil der Arbeiten soweit fertig. Man sieht hier eben eine Menge von Leitungen an der Decke, die jeweils zu einem Deckendurchbruch führen, wie in diesem Fall hier. Und hier habe ich tatsächlich auch schon einige der Unterputzdosen eben verdeckt mit diesen Signaldeckeln. Also man sieht immer hier diesen roten Deckel mit diesen Magneten drauf. Zum Teil muss ich aber auch hier noch einige Dosen eben, ja, den Deckel eben noch draufstecken. Gerade bei den oberen, da bin ich ohne Leiter nicht so ohne weiteres hingekommen. Dementsprechend gibt es auch hier noch ein paar Kleinigkeiten zu tun, aber ein Großteil der Arbeiten sind hier tatsächlich schon beendet. Was hier im Obergeschoss tatsächlich noch fehlt, ist zum einen das Badezimmer. Also da muss ich noch entsprechend die Dosen installieren. Das ähnelt aber im Wesentlichen all den anderen Zimmern und vor allem aber auch hier im Flur. Man sieht das ja hier, da gibt es bisher nur diese Markierungen oben im oberen Bereich, die ich in den letzten Tagen eben ja, gemacht habe. Aber da muss man eben noch schlitzen, da muss man die Dosen noch installieren mit den dazugehörigen Leerrohren. Und hier ist halt einfach das Problem, dass das Ganze nicht so gut zugänglich ist. Gerade hier in dieser Ecke, da befindet man sich dann 3, 4, 5 Meter über der Treppe. Da kommt man dann eben nicht mehr so einfach hin. Da mussten wir uns auch behelfen mit so einer Konstruktion von Holzbrettern in Verbindung mit einem Kantholz, was hier in die Geschossdecke geschraubt ist, damit man da halt überhaupt hinkommen kann.
Und da freue ich mich jetzt schon auf die Arbeiten an der abgehängten Decke und an irgendwelchen Lampen, die da oben hinkommen sollen, weil das macht dann eine Menge Spaß, vor allem wenn das später verputzt ist und die Wände schon weiß sind und sich die richtige Treppe hier im Haus befindet, damit man hier auch, ja, da hat man dann nicht mehr so die Möglichkeit, da irgendwie solche rohen Maßnahmen zu ergreifen und muss halt aufpassen, dass man nichts zerkratzt und so weiter. Das wird bestimmt eine Menge Spaß machen. Das war jetzt hier also die Zusammenfassung der Arbeiten der letzten Tage und Wochen. Ich hoffe, ich habe dabei nichts Wesentliches vergessen, denn ich habe hier einfach in dem Laufe der letzten Tage und Wochen immer mal wieder irgendwelche Kleinigkeiten an irgendwelchen Stellen hier weitergeführt. Und ja, zum Teil ist das dann gar nicht so einfach, das zusammenhängend irgendwie wieder darzustellen. Ich hoffe einfach, dass ich nichts vergessen habe und werde das ansonsten einfach nachholen, wenn es als mir als wesentlich vorkommt. Ansonsten sehen wir uns sicherlich in einem der nächsten Videos wieder. Da wird es vor allem auch um das Garagenfundament sicherlich gehen. Und ansonsten gibt es auch hier im inneren Bereich ja noch einiges zu tun. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Bis dahin. Ciao.